Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Symposium Kultur ohne Mindestabstand. Heute geht es um Ideen und Strategien zur Wiederaufnahme vom Live-Entertainment-Betrieb in Deutschland. Los geht's mit der Gastgeberin, mit Uschi Neuss. Sie ist Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. Ich glaube an Meinungsvielfalt. Ich setze darauf, dass die unterschiedliche Expertise uns weiterhilft und die Bereitschaft, sich mit diesem Thema einmal in diesem Kreis auseinanderzusetzen. Es geht um das Zusammenspiel vom Spielenden und vom Zuschauenden. Und das ist immer einmalig. Und es ist nur live, echt. Es ist nicht reproduzierbar. Es entsteht für diesen Moment. Es gelingt, dass echte Emotionen entstehen. Was diktiert überhaupt den Abstand? Die Mutter aller Regeln. Es ist die Angst. Was müssen wir tun, damit sie wieder abgebaut wird? Vielleicht nehmen wir sie einfach mal ein wenig auseinander und schauen, was passiert. Vielleicht gelingt uns ja, ein paar Brocken aus dem Weg zu räumen. Was ich damit sagen will, ist, man muss die Lösung auch wollen, um zur Lösung zu kommen. Wie viel Gefahr steckt in der Raumluft? 400 Kubikmeter Luft sind in einem Flieger, in dem 200 Passagiere sitzen. Dort herrscht keine Angst. Es ist wissenschaftlich verbrieft, dass es sicher ist. 27.000 Kubikmeter Luft sind in einem Theatersaal. Und das ist ein gefährlicher Ort. Aber jetzt physikalisch betrachtet, ist natürlich vollkommen richtig, der Raum ist riesengroß in einer Konzerthalle, vergleichbar mit einer hohen Luftwechselrate im Flugzeug. Also indirekte Infektion in beiden Fällen weitgehend kein Problem. Wenn man dort sitzt, ist aus meiner Sicht das Infektionsrisiko sehr gering. Denn diese modernen Konzerthallen, die haben hervorragende Lüftungsanlagen. Ich habe mir das ja auch teilweise angeschaut. Da geht wirklich die Luft unten aus den Sitzen heraus. Teilweise wird nach oben geführt. Also da ist auch das direkte Infektionsrisiko sehr gering. Und ich glaube, wenn man wirklich technisch mal bewertet, wie die ausgestattet sind, diese Räumlichkeiten, da kann man den einen oder anderen Konzertsaal oder Veranstaltungsort weitgehend bedenkenlos aufmachen, wenn man, wie gesagt, Ein- und Austritt ein bisschen anders organisiert als derzeit. Ich glaube, es ist ja klar geworden, dass ich als Physiker und Ingenieur natürlich jetzt den Wunsch habe, hier Technik gegen Corona einzusetzen, damit Kontakte sicher werden und nicht verhindert werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das muss auch in so einem Land der Hochtechnologie auch verstanden werden und umgesetzt werden. Hier kann man nicht versuchen, dauerhaft mit mittelalterlichen Methoden das gesellschaftliche Leben sozusagen auf eingeschränktem Maß am Laufen zu halten. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch deswegen, weil wir hier so eine, sagen wir mal, multiple zusammengesetzte Runde haben mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Für viele ist eben die Kunst, die sie betreiben, nicht lediglich ein Mittel, um Geld zu verdienen, sondern das ist das Zentrum des Lebens. Viele haben sogar ihre Möglichkeiten, Geld zu verdienen, reduziert, um Kunst machen zu können. Ja? Und manche von denen sagen sich unterdessen, ja, wie wichtig ist das eigentlich der Gesellschaft? Wie geht die Gesellschaft damit eigentlich um? Und jetzt in der Krise, Pandemiekrise, fallen wir auf antikulturelle, Antibildungsreflexe zurück. Was schließen wir? Das, was am wenigsten wehtut: Schulen, Hochschulen, Kindergärten, Kunst, Kultur. Das ist eine Riesenbranche, eine der dynamischsten Branchen in Deutschland. Es geht um Künstler und alles drumherum. Menschen, die ihr Leben der Kunst widmen, auch wenn sie selber nicht Künstlerinnen oder Künstler sind. Das bricht gegenwärtig weg. Und das ist hochgefährlich, weil auch die Frage ist, ob sich das je nochmal rekonstruieren lässt, sich das je wieder aufbauen lässt. Und deswegen begrüße ich jeden Schritt, der es ermöglicht, möglichst rasch wieder diese Form von kultureller Praxis zu ermöglichen. Und zwar so, dass sich das auch natürlich ökonomisch trägt, weil wir wollen ja jetzt nicht, dass die Veranstaltungsbranche in Zukunft oder jetzt vollständig am Tropf des Staates hängt. Das kann es ja nicht sein. Und wenn das für die Veranstaltungsbranche von so zentraler Bedeutung ist, dann lohnt es sich, da eine öffentliche Debatte zu führen. Und dann, denke ich, kann auch wieder das in Gang kommen, was so wichtig ist, nämlich diese größeren Veranstaltungen, die Begegnungen, die Bühnenerfahrung,
den Augenblick, Sie haben das fast zen-buddhistisch formuliert, Frau Neuss, vorhin. Ja, es ist der Augenblick. Das kann man nicht festhalten, das kann man nur erleben. Und das sehe ich ganz genauso. Gesundheit ist natürlich nicht nur das Verhindern von körperlichen Gebrechen, sondern beinhaltet eben auch das geistige und das soziale Wohlergehen. Und dazu braucht es die Kultur. Es braucht die Kultur in der Pandemie. Das, was das Individuum eigentlich interessiert, ist, erkranke ich schwer oder sterbe ich? So, und da ist nach wie vor so, die Impfstoffe wirken da in dieser Hinsicht sicherlich länger als ein Jahr und bieten auch nach wie vor einen guten Schutz vor Tod oder schwerer Erkrankung. Kontakt ist ja eben nicht gleich Kontakt. Das hat ja Herr Kehler nun auch ausdrücklich und ausführlich unterschieden. Das heißt, was wir verhindern wollen, sind die Risikokontakte. Und wenn die Risikokontakte auf dem Weg zum Veranstaltungsort entstehen, dann muss man da arbeiten und eben nicht sozusagen die Veranstaltung einschränken. Das liegt auf der Hand. Man kann mit einem Schnelltest eben mit sehr hoher Sicherheit Infektiosität ausschließen, also dass jemand jemanden anstecken kann. So. Und nach diesem Test, der mal eine Momentaufnahme ist, steigt dann die Wahrscheinlichkeit peu à peu jede Stunde, dass man wieder infektiös sein kann. Und dann kann man sagen, auch wenn die Veranstaltung vorbei ist, nochmal einen Exit-Test zu machen, dass klar ist, in dieser Veranstaltung ist auch niemand infektiös geworden. Wir sehen es ja bei Axel Strelitz, was für tolle Konzepte da auch entwickelt wurden in der Bevölkerung. Und ich glaube, das muss man machen, sonst verliert man. Das ist entscheidend in der Pandemie und das zeigen alle Erfahrungen, die ich auch in Epidemien sammeln konnte. Im Ergebnis planen mehr als 90% der Befragten innerhalb von 6 Monaten nach behördlicher Freigabe erneut den Besuch von Veranstaltungen. Das ist eine, wie ich finde, ermutigende Nachricht. Erstens benötigen wir eine mit dem Impffortschritt einhergehende Planungssicherheit, wie die schrittweise Öffnung aussehen kann. Hier ist die Politik gefragt. Zweitens benötigen wir qualifizierte Konzepte, die die Sicherheit von Veranstaltungen objektiv gewährleisten und gleichzeitig die Organisation und den Ablauf vor, während und nach einem Live-Event für den Besucher nicht zu kompliziert werden lässt. Und drittens benötigen wir eine transparente, überzeugende und zielgruppenbezogene Kommunikation zu den ergriffenen Maßnahmen, um das Vertrauen der Kulturinteressierten in die Kultur ohne Mindestabstand zurückzugewinnen. Wir haben eine App entwickelt, die heißt Corona Free Pass. Die beruht darauf zu sagen, also der Name sagt es auch schon, Free Pass, also eigentlich eine Zutrittskarte, ein Freiheitspass zu Veranstaltungen, zum Arbeitsleben, zu Geselligkeiten im Kreise der Familie, zu Firmenveranstaltungen, zu allem Möglichen nach vorheriger Testung. Wir können binnen 2 Stunden mal eben 2000 Leute durchtesten und danach ins Theater lassen. Und genau das tun wir. Und wir haben das System eines Tests verbunden mit der Zugangskontrolle nach einem Test und zeigen, dass es funktioniert. Und ich kann nur dafür werben, lasst uns die Sache anpacken. Lasst uns die Sache zusammen anpacken, die Ärmel hochkrempeln. Ich möchte nichts mehr als zurück in mein altes Leben und deswegen haben wir uns das ausgedacht. Wenn wir es nicht irgendwann mal anpacken, werden wir den Zug vollkommen verpassen.